Jo Freunde, heute mal ein Patch-Video und für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, es gibt einen neuen Trailer, der genauso viel verrät wie der davor, zu diesem ominösen Screenshot mit roten Augen, der vor ein paar Tagen aufgetaucht ist. Also es dürfte sich dabei um ein neues Monster handeln. Ja, was für eine Überraschung. Wird halt vermutlich sowas sein wie der Homunculus, ne? Würde ich jetzt einfach mal drauf tippen. So, zum Balance Patch. Erstmal eigentlich komisch, dass er halt auch mitten in der RTA-Season ist, aber okay, von mir aus. Artemil. Ja, puh. Ich würde eigentlich sagen, okay, Attack Buff von 15 auf 10%. Und na gut, das ist eigentlich der einzige Nerf, ne? Und halt, ja, es dauert halt länger. Vorher hat er pro Hit oder was 20% mehr Verteidigung bekommen und jetzt halt 10%, dafür stackt es halt 10 mal. Okay. Glaube ich trotzdem jetzt nicht, dass das irgendwie großartig auffällt. Altermill hauptsächlich dafür da sowieso. Revenge Despair Stunts. Wirklich Damage, sag ich mal. Macht er so oder so nicht. Okay. Dann Aviva Gel. Finde ich irgendwie total komisch, dass sie irgendwie Aviva Gel buffen. Ich nehme mal an, das ist eh das, der dritte Skill, ne? Lied des gewechselten Schicksals. Und ja, lässt halt dann das Ziel für eine Runde schlafen, ohne irgendwie resisted werden zu können. Ziemlich overpowered eigentlich. Aber okay, für diejenigen, die halt Viva Gel haben, werden eh nicht so viele sein. Gut, dann kommt Fran. Fran habe ich gesehen. Also der Stunt fällt weg, glaube ich, ne? Das muss ich mal kurz durchlesen. Und dafür wird, glaube ich, Attack Bar reduced, ne? Also vorher greift den Feind dreimal an. Jeder Angriff hat eine Chance von 20% Angriffskraft für zwei Runden zu schwächen. Zusätzlich hat der dritte Angriff eine Chance von 20% zu stunnen. Jo. Und nachher wird dann dreimal jeder Angriff Chance 20%, bla bla. Und den Angriffsbalken um 10% zu verringern. Ja, das ist halt schon ein deutlicher Nerf, ne? Also ein Stun im Vergleich zu einem Attack Bar Reduce ist schon ziemlich. Aber, ja. Dafür halt, was Fran für ein Monster ist, sag ich mal, schon gerechtfertigt. Kann man nicht anders sagen. Fran wird immer noch gut sein, ja, das ist keine Frage, aber nicht mehr so gut wie vorher. So, und Akroma wird diesmal auch gebufft. Allerdings bin ich nach wie vor einfach kein Freund. Das ist, Akroma gehört, wenn überhaupt, dann komplett überarbeitet. Erster Skill einfach useless, genauso wie bei allen anderen. Macht einfach nichts, ja. Der zweite Skill, okay, Silence. Kann ganz gut sein, aber ist jetzt auch nicht so wild. Und ja, jetzt kriegen halt alle Verbündeten halt 30% reduced Crit Chance. Ist nicht schlecht, sicher, ja. Aber keine Ahnung, wo hat Akroma irgendwie einen Platz im Spiel? Also, Akroma ist ein Defense-Type-Monster, das nicht mit Defense skaliert. Akroma hat irgendwie kein Sustain. Keine Ahnung, also. Ja, für mich ist Akroma nach wie vor einfach schlecht, aber bitte. Obwohl ich das Passiv ansonsten von ihr richtig geil finde, aber man kann sie irgendwie nicht auf Full Damage bauen, man muss sie irgendwie mit Defense Stats bauen. Sie hat weniger Attack, weil sie ein Defense Type Monster ist, warum auch immer, ja. Also, keine Ahnung, okay. Dann Light Hell Lady.
Effekt hinzugefügt, erhöht einen Angriffsbalk um 10% pro kontinuierlichen Schaden, der dem Gegner nach dem Angriff zugefügt wird. Okay, finde ich ziemlich geil. Light Helio wäre auch so ein Monster, das mir total Spaß machen würde. Würde ich nehmen, ja. Gut, dann Poseidon. Poseidon, glaube ich, wird ziemlich geil werden. Der dritte Skill, Maelstrom, fügt in Zukunft mehr Schaden zu, je nach Attack Speed halt, ne? Das heißt, Swift Set oder so zum Beispiel wäre richtig gut wahrscheinlich. So würde ich ihn irgendwie bauen. Würde ich jetzt einfach mal sagen, weiß ich noch nicht hundertprozentig. Aber er kriegt dann, glaube ich, nachher irgendwo, glaube ich, kriegt er noch, ja, oder unten. Er wird dann von einem HP-Monster zu einem Attack-Monster. Das heißt, er wird auf jeden Fall halt Damage dann machen können, hoffe ich mal. Okay, dann haben wir Daphnis wieder mal. Zum 27. Mal bekommt er irgendwie einen Buff. Und zwar, Hellfire ist der dritte Skill. Hat jetzt auch einen Defense-Break für eine Runde. Wenn man halt irgendeinen vorteilhaften Effekt entfernt, erfolgreich entfernt vor allem. Weiß ich nicht, muss man halt schauen, ne? Aber der Nuke an sich ist ja schon nicht schlecht. Also der Nuke macht wirklich Damage. Wenn jetzt noch ein Defense Break, ein eingebauter dazukommt, kann sicher nett werden, ne? Okay, dann haben wir Sackmat. Wird wohl danach nicht mehr irgendwie Sackmat sein. Irgendwie finde ich, ich weiß nicht, bisschen über. Oh, fuck, sorry. Ich finde irgendwie ein bisschen übertrieben. Also, bezaubernde Stimme ist der dritte Skill, der ja alle Buffs klaut plus Cooldowns resettet. Das Problem bei ihr war halt immer Resistance, ne? Und jetzt ist es dann scheinbar so, wenn du nicht resettest, also nächste Runde den Skill wieder ready. Fertig. Das heißt, ich sag mal, würde ich Segment auf Vio bauen und mach dritten Skill und resette nicht und procken Vio, dann kann ich direkt nochmal einen dritten Skill machen. Ja, weiß ich nicht. Da würde ich lieber irgendwie generell mal an Accuracy und an Resistance arbeiten, aber okay, wäre nur meine Meinung. Dann, was mich freut, der Windaffe. Ich benutze ihn eigentlich recht gerne, muss ich sagen. Ich finde ihn auch eigentlich recht okay. Gibt zwar Besseres, aber okay, ja. Er hat ein Passive, wo er halt 25% weniger Damage bekommt. Nach dem Patch sind es dann 35. Okay, ist immer nett, ja. Auch seine Counter Chance wird von 25 auf 35% erhöht. Finde ich ziemlich geil. Weil er dann auf dem ersten Skill halt einen Stun hat, ne? Ist auf jeden Fall ein kleiner Buff, ja. Nicht zu übertrieben, aber okay, dann, das finde ich ziemlich geil. Auch weil ich vor allem das Geile ist immer, weil ich diese Monster selbst habe, ja. Luis, Wind Paladin, wurde ein Effekt hinzugefügt am dritten Skill, der momentan einfach nur ein Shield gewährt und halt einfach heilt. Und jetzt gewährt er allen Verbündeten mit voller HP 2 Runden Immunity. Dafür würde halt das Schild ein bisschen genervt, 5% ist okay, stört mich nicht. Aber ja, also 2 Runden Immunity zusätzlich zu Heal plus Shield, wenn die Targets halt volle HP haben, finde ich recht geil. Weiß ich zwar noch nicht genau, wie ich das dann, sage ich mal, einsetze, weil für mich ist der Paladin halt einfach ein Wind Tank, aber schauen wir mal. Auf jeden Fall, für 2 Runden Immunity verzichte ich gerne auf 5% von dem Shield. Okay, dann haben wir den Dunkel Kobold Bomber. Wie heißt der? Bearing oder irgendwie sowas, ne? Magischer Vernichter.
wurde ein Effekt hinzugefügt, der einen vorteilhaften Effekt von allen Gegnern entfernt. Okay, muss ich auch sagen, kann ich eigentlich gar nichts dazu sagen momentan. Der Bomber war Hall of Heroes mal vor ewiger Zeit. Er war eigentlich, oder ist bis heute immer noch eigentlich ziemlich unbrauchbar, muss ich sagen. Wird man sehen, also ja. Da schaue ich, was andere Leute machen. Okay, dann Water Pirate, der Mini Lucian. Prozent mehr Damage für jeden Buff, den die Gegner haben. Hört sich erstmal recht nice an. Vor allem, meistens spielt man halt irgendwie, würde ich so sagen, so Galleon, Pirate und Chloe halt, ne? Für Siege vielleicht, keine Ahnung, ich meine, wird man sehen, ne? Okay, die ganzen Cowgirls. Ich muss ehrlich sagen, dass ich habe überhaupt keine Ahnung von Cowgirls. Ich habe nicht ein einziges. Ja, könnt ihr euch ja selber irgendwie eine Meinung dazu Meinung bilden. Jo. Dann, was ist da? Effekt der Erweckung einiger Monster wird sich ändern. Okay. Also Triton kriegt mehr Speed. 15 Speed mehr ist immer nice. Dafür halt weniger Accuracy. Ja, macht jetzt glaube ich nicht. Wobei ich würde eigentlich fast schon eher die Accuracy nehmen als die 15 Speed. Weil Triton einfach High Accuracy braucht, ne? Aber okay, sei so, weil meiner Meinung nach muss ja Triton nicht als erstes irgendwie drankommen und da wäre ein bisschen wasted, aber ist okay. Dann, wie gesagt, der Panda Warrior, was ist mit ihm? Erhöht die Genauigkeit um 25%, Stärkung von Dragon Dance, also zweiter Skill, greift alle Feinde dreimal an, um Schaden anzurichten, der sich entsprechend einer Max HP erhöht. Der erste Angriff entfernt zwei vorteilhafte Effekte, der zweite Angriff verringert den Angriffsbalken auf 15% und der dritte betäubt die Gegner. Okay, nice. Und was ist mit Molong? Hallo? Das ist 1:1 dasselbe Skill, ne? Also Molong nicht, oder was? Molong schaut... Ja. Ich meine, einerseits sage ich mal verständlich, dass sie nur den Licht buffen, weil der einfach gar nichts mehr kann, ja. Also der kann ja absolut gar nichts. Wenn du irgendwie nichts Attackbar-mäßiges, keinen Buffer irgendwie dabei hast, dann ist der dritte Skill komplett useless. Der zweite Skill ist jetzt auch schon komplett useless. Aber okay. Dann. Oh. Das habe ich heute noch gar nicht gesehen. Leader Skills von den Paladins. Was mich gleich dazu bringt, wo ist der Nerf vom Lichtpeller? Aber okay, ja. Also Wasserpaladin, die Genauigkeit von Verbündeten, also 55% Accuracy, nur in Guild War, ist jetzt ein 41% überall, genauso wie vom Lichtpaladin, 55% Resistance in Gilden-Content. Und da fällt jetzt 41% überall. Okay, wo würde ich Sean sonst noch nehmen? Außer irgendwie in PvP, also Guild War. Ja, RTA halt, ne? Aber sonst. Finde ich eigentlich behindert immer noch, dass, warum sie Sean nicht nerven. Sean wird wirklich einen Nerf verdienen. Sieht man ja, dass das wirklich Guild War. Siege überall, Sean Towers, Sean Defense links und rechts, aber bitte, ja. Okay, das, wie vorher angesprochen, Poseidon ist jetzt ein Attack-Monster. Muss man halt schauen, wie viel Attacker da dazu bekommt oder irgendwas, ne? Okay, das war's dann eh schon.
ziemlich interessant eigentlich, also manche Sachen wirklich cool. Jo. Wo ist mein Poseidon? Also hat jetzt ziemlich viel HP. Wobei auch nicht viel. Perna zum Beispiel hat viel. Aber alleine Attack, also 700 Attack. Perna hat fast 900 Attack, ne? Tasha hat fast 1100. Schauen wir mal. Na gut, Freunde, das war's dabei. Lasst mich irgendwie wissen, wenn ihr wollt, was ihr von dem Patch haltet. Ich finde ihn eigentlich ganz cool. Aber ja. Okay, dann danke und wir sehen uns im nächsten Guild War. Leider nicht in dem, weil ja, so Low Defense Blödsinn. Aber egal. Gut, dann bis später.